Komm, du bist da irgendwo. Also sie hält so eigentlich aus. Meine Fresse. Oh, oh. Ha, ha, ha. Ihr Arschlöcher. Ihr richtig miesen, fiesen Arschlöcher. Ach, Gott, läuft mir direkt ein Schauer über den Rücken. Hab ich nachgeladen? Ja. Energieknoten, yay. Termit. Das ist unsere Aufgabe, ach so. Das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Was Großes? Finde ich jetzt nicht unbedingt ganz so geil. Viele. Puh, oh, bis jetzt kommen wir noch relativ gut durch. Muss ich ja mal sagen. Mal gestehen. Termitbombe benötigt er dann. Hä? Ach so. Ich brauche ja noch einen Teil. Im dritten Teil habe ich mir so schöne Waffen gebaut. Oh. Ich glaube, das kann man hier gar nicht. Das war im dritten Teil auf jeden Fall richtig. Das war ein Highlight, muss man sagen. Dass man richtig Waffen selber bauen konnte. What the fuck? Okay. 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 Alles klar. Er schlägt sich hier einfach den Kopf ein. Das sah ein bisschen größer aus. Das Kinesemodul kann ich auch. Gott. Boah, wie viele Knoten ich dafür sammeln muss. Leck mich am Arsch. Tempo um 0,2 Sekunden erhöht. Ja, brillant. Das hilft mir halt gar nichts. Mal so richtig gar nichts. Also da war auf jeden Fall der dritte Teil besser. Aber wie gesagt, das ist ja der erste. Wir haben vielleicht noch vieles gerade, was noch nicht so ganz so gut sein. Harris schläft jetzt, allerdings erst nach... Ich sehe gerade was, was ich echt extrem scheiße finde. In Energieknoten zur Überbrückung des Schlosses verwenden. Ja, nämlich gerade benutzt. Ohne die Mittel scheint es tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, liegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits einerorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Schiarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Mein Gott, er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass sein Versprechen
dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jener anderen Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. So, und da liegt richtig geiler Stuff drin. Aber wir haben den Energiekern natürlich gerade benutzt. Ich sollte die Dinger erstmal ein bisschen sammeln. Ach, das ist zum Glück ein dickes Chinese-Objekt. Das ist sehr praktisch. Okay, und wer oder was war jetzt da drin? Oder ist da drin? Hör auf, wieder aufzustehen. Was? Wo? Da. Erwischt, du kleines Missvieh. So. Zurück zu der Frage, wer das war und warum er da drin liegt. Das kenne ich noch. Hey. Na, einfach war das auch nie. Ja. So, jetzt haben wir den Aufzug angemacht. Wir müssen auch da hoch, aber hier ist ja noch eine Tür. Okay. Dann wird man sicher gleich zu irgendeinem Monster. Energieknoten. Ah, fuck it. Mal wieder das Missvieh. Ah. Boah. Ein Schema. Impulsprojektile. Ah, jetzt kann ich auch Waffen, Munition für die Impulskanone kaufen. Die ist natürlich praktisch. Weil ich nicht glaube, dass Munition für die Impulskanone hier rumliegt. Da, den benutzen wir es auf jeden Fall. Denn oder sowas ist meistens etliches an Stuff. Plasma-Energie. Gut, ist doch nicht so viel Geiles. Ein sehr großes Medipack, das ist super. Ein Audio-Log. Habe war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Sind wir das? Wir haben einen goldenen Halbleiter gefunden. Wovon uns jetzt nicht gesagt wird, wofür der ist. Ist da was wert? Vielleicht? Wir stehen da. Ach ja. Wertvolle elektronische Komponente. Im Shop verkaufen, um Credits zu halten.
Ja. Habe ich mir gedacht. Guck, wie viel der wert ist. Hat mir nicht irgendwie einen Shop in der Nähe? Egal. Warte mal bis zum nächsten. So weit sind die ja nicht. Oder nie entfernt. Ich finde es übrigens auch interessant, wie das Spiel fast ohne wirklich Musik auskommt. Man muss ja Dinge wieder hinbewegen. Ja. Tralali und tralala. Das ist ja noch alles recht human, was uns hier, also recht nett human, was uns hier angreift. Es geht auch alles um einiges schlimmer, wie ich aus dem dritten Teil kenne. Na gut, ich komme natürlich jetzt auch immer auf den dritten Teil, weil ich natürlich nur den dritten gespielt habe. Ich weiß auch nicht, warum wir den zuerst gespielt haben. Ich weiß auch gar nicht, wo der Spiel ab. Aus irgendeinem Pack. Irgendwann war das mal billiger. Und dann haben wir das gekauft und haben gedacht, haben gesehen, dass man das im Coop spielen kann. Und haben das dann gemacht. Mein Gott, was hat der denn hier alles auf der Wand gezeichnet? Put it back. Put back when it, where it belongs. Die Marke will save us. Slave us. Da kommen wir nicht rein. Da muss ich also hier hin. Okay. Haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat? Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Jetzt geht das schon los. Aber ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Luftkanister. Madame, die mir das gesagt hat. Kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn Sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Was ist das denn hier alles? Schwerkraft. Okay. Okay. Zero-G-Sprung. Hui! Cool. Geile Sache. Da irgendwo hin. Yep. Ja. Offline? Ja, toll. Wo sind denn die Dinger? Da ist eins. Zwei, drei, mein Gott. Oh. Ach, hier ist keins. Nur auf der anderen Seite.
Okay. Dann. Und. Na komm. Hep. Ist das zu weit? Was soll ich jetzt sehen, dass es zu weit ist? Da kann ich hin. Ist klar. Ist klar, Schätzchen. Da bin ich einfach gerade nur blöd aufgekommen. Kann natürlich auch sein. Wo muss ich überhaupt hin? Da. Oh, praktisch. Ende der Schwerelosigkeit. Ah, oh, schade. Inventar ist voll. Jetzt geht da wieder los. Ja, das sieht doch relativ, guck mal, wie viel Impulsmunition wir haben. Sollten wir vielleicht mal nutzen. Nur zwei Plasma-Energie rum nicht, das will ich auch, muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Das ist ein Schockpad. Ich würde jetzt erstmal gerne auf die andere Waffe am besten wechseln. Weil wir jetzt Munition haben. Ein Schockpad aufgenommen. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch nicht kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Alter. Tritt Schwerelosigkeit. Ein Arm. Okay, das verbraucht extrem viel Munition, bis die Dinger tot sind. Meine Fresse. Ja, öffnen. Ende der Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Impulsmunition. Wir kriegen ganz schön viel Impulsmunition, muss ich sagen. Deswegen nutze ich die auch gerade ein bisschen, die Waffe. Wo es wirklich lange gebraucht, bis die Viecher tot sind. Ende des Vakuums. Ende des Vakuums, Mama. Wuck, 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 wuck. Södele. Steh nicht auf. Steh nicht auf. Ich seh dich. Hab dich gesehen. Ich dachte, das Impulsgewehr macht ein bisschen mehr Schaden, aber.